Seit Generationen gibt es in Grünhainichen die erzgebirgische Holzkunst. Im Jahr 2007 gründeten Romy und Dirk Hobler ihre Firma im Dorf der Engel. Figuren mit Herz, das Original mit dem silbernen Herz unter dem linken Fuß. Hier in der Werkstatt werden diese Figuren mit viel Liebe und traditioneller Handwerkskunst zum Leben erweckt. Alle Figuren werden aus einheimischen Hölzern und in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Als gelernter Produktdesigner entwickelt Dirk Hobler gemeinsam mit seiner Frau alle Figuren selbst. Die Ideen entstehen ganz oft eigentlich im Alltag, sind aber auch auf Fahrten mit meiner Frau zusammen im Auto entstanden, die Ideen. Und der nächste Punkt ist eigentlich, diese Ideen umzusetzen. Dazu macht man erstmal eine Skizze im Notizbuch, dass man das sich erstmal merken kann. Und zu Hause setzen wir uns dann hin. Ich mache die ersten Entwürfe auf Papier. Dann gehe ich an die Drechselbank, mache erstmal ein grobes Muster. Und dann reden wir gemeinsam drüber, was wir daran zu verändern haben, dass das eigentlich ein schönes Produkt wird. Bereits vor 20 Jahren wurde das witzig-fröhliche Engelpärchen Hans und Lotte entworfen. Im Jahr 2008 wurden die ersten Figuren verkauft. Als Liebespaar gehen Hans und Lotte auf die Reise, als Himmelsboten in der Weihnachtszeit, als Dankeschön, als Glücksbringer oder als Geschenk für einen lieben Menschen. Unsere Figuren sollen einladen, ein Stückchen aus dem Alltag zu springen und an schöne, positive Sachen zu denken. Wir möchten Erinnerungen wecken. Wir möchten mit unseren Figuren also lustige Momente schaffen. Sie sollen lebendig sein. Und wir haben ein großes Herz für die kleinen Dinge und für die Schönheit, also die sozusagen auch in natürlichen Materialien liegen. Unsere Botschaft ist es mit viel Herz und gemeinsam kann man ganz viele Träume umsetzen und auch gemeinsam schaffen. Unsere Figuren sollen Kindheitserinnerungen wach werden lassen. Unsere Figuren sollen lustige Momente vermitteln, zum Verschenken sein. Sie sollen diese Botschaft also von traditionellem Handwerk hier in Grünhainichen und im ganzen Erzgebirge weitertragen, dass es modern genauso traditionell gefertigt wird. Und wir möchten dieses Herz sozusagen für diese erzgebirgische Tradition mit auf den Weg geben. Unsere Figuren haben alle ein Herz und sind mit viel, viel Herz entworfen worden, hergestellt worden. Und das können Sie in unserer Werkstatt sehen. Die Engel Hans und Lotte bestechen durch Witz und Eigenwilligkeit, ob in Farbe oder Design. Mit ihrem individuellen Charakter und ihrem heiligen Schein sind sie unterwegs und begeistern so manches junge und jung gebliebene Herz. Da Engel selten allein kommen, gesellten sich auch die knuffigen Kaninchen Max und Emma dazu. Sie haben vor allem im Frühjahr viel um die Ohren. Sie machen Lust aufs Osterfest. Gustav, das Teufelchen mit Herz, ist als kleiner Einzelgänger unterwegs. Aber ab und zu wird er auch mal mit einem kleinen Engelchen gesehen. Seine Aufgabe ist, als kleines Geschenk oder Glücksbringer Menschen zum Schmunzeln zu bringen. Die unverfrorenen Schneemänner Fritz und Otto zeigen eindrucksvoll, wie Schnee von heute aussehen kann. Gemeinsam konnten die beiden bereits in ihrem ersten Jahr das Publikum begeistern und gewannen den begehrten Preis für Tradition und Form des Verbandes der erzgebirgischen Kunsthandwerker. Über 100 verschiedene Figuren wurden hier im Hause Hobler entwickelt. Damit eine Figur überhaupt entstehen kann bei uns wirklich in der Produktion, bedarf es eine ganze Menge weiterer Vorbereitungen noch. Dazu zählt zum einen die Vorbereitung einer technischen Zeichnung, um exakte Maße zu bekommen davon, die Drehteile exakt anzufertigen und dann vor allem für all die Maschinen Lehren anzufertigen, damit die Figur wirklich exakt so aussieht, wie wir uns im Muster das mal gedacht haben, damit man auch den ganzen Aufwand, der drin steckt, wirklich auch dann zum Schluss noch in dieser Figur wiederfindet. Für die Herstellung der einzelnen Figuren werden 80 bis 100 Arbeitsschritte benötigt. Anhand von Zeichnungen und Skizzen werden zunächst Musterfiguren gefertigt. Von Anfang an wird Wert darauf gelegt, dass die Holzstruktur erkennbar bleibt, so auch bei der farblichen Gestaltung. Bei Führungen durch die Werkstatt wird vermittelt, wie viel Arbeit in einer Figur steckt. Unsere Besucher sind immer wieder erstaunt, wie viele Arbeitsschritte eigentlich in jeder Figur stecken. Das fängt also mit der Vorbereitung an und dann werden alle Teile, die entworfen worden sind, gedrechselt, bearbeitet mit vielen verschiedenen Maschinen. Und wenn diese Bearbeitung stattgefunden hat, aus vielen, vielen kleinen Einzelheiten, kommt die Farbe,
Die Oberfläche wird insgesamt 6-mal behandelt. Bis so ein kleiner Kerl fertig ist, sind es über 100 Arbeitsschritte. Und das erstaunt unsere Besucher ganz oft. Und wir möchten das aber unseren Besuchern zeigen. Nach der Qualitätskontrolle wird unter dem linken Fuß das Logo, also das Herz, angebracht. Vor dem Versenden werden die Figuren liebevoll verpackt. In Holzwolle werden sie so eingebettet, dass man beim Öffnen der Kartons zuerst die strahlenden Gesichter sieht. Unter dem Motto Licht oder Bühne bietet die Firma Hobler verschiedene elegante Sockel aus hochwertig verarbeitetem Eschenholz. Wunderschön lasiert in festlichem Rot oder edlem Weiß. Also, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und schaffen Sie Ihre eigene Bühne für Ihre Hobler-Figuren mit Herz. Das gesamte Sortiment erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Werkstatt oder im Internetshop unter www.hobler-shop.de. Zum Tag des traditionellen Handwerks am 3. Oktoberwochenende laden wir Sie recht herzlich in unsere Werkstatt ein, damit Sie sehen können, wie unsere liebevollen Figuren mit Herz entstehen. Und natürlich präsentieren wir Ihnen auch unsere Neuheiten.